Oh, so ein kleinen Teich, ne? Da wo die dann alle reinfliegen werden. Oh. Okay. Sowas mache ich nie wieder. Bleibt mal da hinten stehen. Mir fällt gerade ein, dass ich das letzte Mal schon hatte auf dem Survival-Server, wenn ihr euch erinnert. Sobald man Gefälle drin hat, stehen die mal am untersten Punkt und backen sich dann teilweise zu Tode. Ja, das ist auch doof. Direkt am Wasser ist echt bescheuert. Ja, das ist gut, dann lassen wir das lieber. So, wir stehen mit unseren beiden Herden hier. Gartentiere. So, dann ziehe ich hier gleich mal ein. Wir gucken uns an. Händchen rum. Jetzt in die andere Richtung. Hallo. Hallo, Buh. Die hat eine Steckdose vorne im Gesicht. Die andere auch. Krass, wie die das machen, ne? Krass. Okay, steckt. So, jetzt macht das denn allzu groß? Weil sind wir alle auf dem Pelle. So mittelgroß halt. Ich fühle mich irgendwie in die Ecke gedrängt. Guckt mich an. Ja, so ist gut. Dreht euch um. Und die anderen auch bitte. Geh mal ein Stück zurück, Michi. So, jetzt gehe ich auch mal hier lang. Ja, jetzt trennen wir uns wieder. Ah, meine Herde, meine Herde. So, wie groß willst du denn hier das Ding machen? Ja, ist dann ja praktisch nur Wärme. Wir wollen ja nicht das Kühe einspannen. Don übertreibt gerade heftigst. So. Er macht hier einen riesen Gatter. Für, ich glaube, 5 Kühe, die wir jetzt haben, ja. Ja, dann gehen am Ende auch noch die Zäune aus, ich glaub's nicht. Ja, das ist ja super, ey, das ist ja genial. Ja, so bin ich, so mein ich. So das. Bist du. Ja, da gibt's hier nicht diese Futterbox wie euer Tacket. Weißt du was, ich lauf jetzt rüber zu unserer alten Gegend mit den ganzen Kühen, so. Dauert nur ein Weilchen, ne? Im Ernst, willst du die jetzt alle holen? Nein, die bleiben hier. Die kommen ja nicht mit durchs Portal, oder? Doch, kommen sie. Kommen wir noch irgendwo. Hallo, rein. Kuh. Soweit ich mich erinnere, sollten die Viecher mittlerweile alle mit durchs Portal kommen. Das müsste man mal ausprobieren. Aber jetzt machen wir hier irgendwo ein bisschen zu. Ja, hier so. So, mit Tür natürlich. Ja, not forget. Warte kurz, dann. Ja, hier kannst du noch raus. Ja, so, hier. Du. Ha. Super. So, wo ist die Tür? Da haben wir keine. Einwandfrei. Mal sehen, wann ich hier fertig bin, ey. Moment mal gerade, mache ich jetzt mal eine Tür, so. Komm. Ich weiß aber nicht, ob das reicht, so ein einfacher hoher Zaun. Der reicht. Meinst du? Ja, klar. So, ich mache jetzt aber nochmal einen extra Zaun. Nicht rausgehen. Rein! So, ich baue das nämlich immer ein bisschen anders. So, wo mache ich den Ausgang? Warte mal. Hier vorne irgendwo, würde ich sagen, oder? Hier vorne. Oder hier. Ja, hier so irgendwo, hier so. Ja, lass nicht kaputt machen, noch nicht. Warte mal kurz. Das wird ein Doppelausgang. So. Das ist numero sicher. Wenn du rein oder raus willst, immer eine rein. Und dann dahinter dir zumachen und dann die nächste ist auf. Ja, hier, Schweinchen, du willst hier rein, habe ich gehört. Ja. Na, dann geh mal. Wenn du hier schon am Zaun lang hüpfst, dann machen wir das so. Ja, lass es doch oben her hüpfen. Hier, pass mal auf. Ja, ich habe das. Muss gerade das mal hier irgendwie Weed oder sowas ja, ausgeben. Ja, einfach mal hier hochschieben. Schwein. Du, Schwein. Ich glaube, ich bin letztes nicht mehr beeindruckt. Hoch. Ja, komm. Glaub, du schaffst es. Hey, Schweinchen, hier. Guck mal, hör mal auf hier. Jetzt haust doch nicht, jetzt rennst halt dumm rum. Ach, du hast eine Carrot. Ja, ich hab. Ja, und noch eine. Mann, hast du ein Schwein. So, hier, Schweinchen, kommt da. Hier, zack, hier rein. Oh, auf Juhu. Die Karotten gehen die aber voll ab, ey. Ja, das und ist. Es wird wieder dunkel, sehe ich das richtig? Die Weed für die anderen. So, hast du drinne? Also, das Doppeltor ist irgendwie falsch gebaut, Belohnet. Wieso? Das ist genau richtig rum. Nee, eigentlich muss es genau andersrum sein, dass es nach innen ist, weil dann kriegst du von außen leichter rein. Ja, aber dann. Ach so. Machen wir mal so hier. Und bauen wir hier vorne das Türchen ab. So, es wird duster. Ich renne jetzt mal schnell zurück.
Wir brauchen nur in den Nether gehen, dann können die wieder Tag machen, Jana. Okay. Was machen die denn jetzt gerade? Seid ihr jetzt noch im Lagerhaus am Ende bauen gewesen? Ich Keller. Bin noch hier hinten am Buddeln. Ah ja, sehr schön. Gut, also Kuhproduktion steht denen kaum noch was im Wege, ja? Ja. Und wenn wir jetzt genug hier Wheat an Wagen hier, dann können wir die hier auch fahren lassen, die dich wählen. Und dann sind genug Kühe da. So, jetzt bist du mit reingekommen, jetzt haben wir uns ausgesperrt. Bäum! Was ist los? Rettung! Im Ernst jetzt? Ihr habt ja. Euch ja, mach mal die Tür auf. Ihr seid so eine Profis, das ist klar. Oh, immer nur einzeln. Ja, nur einzeln. So, ist ja der Hammer. Stehen wir uns beide im Weg hier. Ich hab gehört, man kann Villager komm, so... noch eine Kuh, komm, yeah, Kuh mal. ...dass man die mitnehmen und breeden kann irgendwie so. Dass man das Dorf verlagern kann zur Not. Kann das sein? Was lagern? Ich hab das irgendwo in einem Let's Play jetzt mal gehört, dass man, ich glaub bei Honeyball oder so war das drin. Bei der guten Honeyball? Ja, ich glaube, die hatte irgendwas erwähnt, dass man mit Zaubertränken Villager so bezirzen kann, dass die mitkommen irgendwie. Dann echt? Wow. Ja, so, okay. Wir hauen jetzt erstmal ab in den Nether. Seid ihr alle schon im Bett? Ja, aber ich brauche mal kurz zum Nether. Übrigens braucht das Spawnhaus da drüben mit dem Netherportal noch ein Dach. Also wenn ihr irgendwie bei einem Dach bauen seid, dann könnt ihr hier nochmal mit eins verteilen. So, ich muss jetzt eh wieder zurück. Ich will jetzt beim Tree mal gucken. Balloonhead, wenn du wiederkommst, bringst du mir ein bisschen Eisen mit. Woher? Ja, aus Nager. Ihr werdet ja wohl 6-7 Eisen haben. Ach so, ja, mal gucken, ne? Das wenn ich was finde... Wir haben keine 6-7 Eisen mehr. Wir sind blank. Genau, deswegen muss ich meinen gehen. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich auch noch. Dann wird die Düstermusik aufgelegt. Eben gerade hatten wir noch Eisen. So, seid ihr alle schon pennen gewesen? Ja. Ja, waren sie schon. Alles klar. So, ja gut, dann mach ich mich in der Zwischenzeit mal auf die Suche nach ein bisschen Soul Sand und Nether Warp, ne? Do that, my friend, do that. Ich pack jetzt nochmal die Nahrungskiste hier voll und dann geht's auf die Erzsuche. Oh, Skelett. Skelett kriegt jetzt ein paar aufs Maul. Komm. Jetzt tot. Wie seht ihr das eigentlich? Wollen wir Zombie-Pigments wegknallen oder lassen wir die lieber in Ruhe? Ich glaube, die brauchen wir nicht wegzuknallen. Die geben eh nichts Besonderes, ne? Die geben Gold, Equip und Goldnuggets. Also ja gut, aber Gold können wir auch so farmen. Und ich glaube, Gold habe ich noch genügend irgendwo, oder? Ja, keine Ahnung. Oder nicht? Was habe ich denn hier? Mit Gold kann man mit Villagern handeln. Und dafür so ziemlich alles andere. Gold? Nee, ja, nicht gesehen. Ja, die kaufen noch Gold im Stuff, kaufen die noch teilweise oder nicht? Die kaufen die nicht alles. Hey Michi, brauchst du noch Blätter? Eigentlich nicht. Erstmal. Ich hab hier nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks Blätter hier rumliegen. Ja, das ist bei mir auch. Und 5 lecker Kuhhäute, die nehme ich mir jetzt mal mit. Du entblätterst dich quasi also grad. Yeah. Und ich hab jetzt Tonkos und Karotten. Immerhin auch schon 10 Enderperlen, ne? Den Enderperlen. So, ja. Oh, 3 Diamanten. Prima. Da mache ich mir jetzt gerade mal eine Spitzhacke, eine neue. Hat uns das nicht mal irgendjemand erklärt, wie man mit 3 Enderperlen? Ja, ne? Wie soll das denn gehen? Na, du schreibst dir die Koordinaten auf, weil das Ding, das fliegt ja irgendwie 10, ja, nee, soweit nicht, aber 8 Blöcke oder sowas. Schreibst dir die Koordinaten auf denen du stehst und dann guckst du genau, auf welchem Block die Perle landet. Machst das mit 3 Punkten, die weit genug auseinander sind und kannst das dann austriangulieren. Hä? Das soll angeblich wohl funktionieren, habe ich auch schon mal gelesen. Ja, das... Kannst du damit auf ein paar, keine Ahnung, 20, 30 Blöcke, kommt, denke ich mal, auf die Entfernung an, kannst du das, denke ich mal, einschränken. Ja, so wie auf dem Tekkit-Server wird es nicht sein. Da haben wir heute wirklich, gestern, ich glaube gestern war das, per Zufall direkt die Bücherei gefunden. Okay. Kevin hat sich einfach in den Berg gebuddelt, wollte da mit seinem roten Morgenstern, wollte dem zeigen, wie groß der abbaut. Na, wups, sind wir in der Bücherei gelandet. Oh. Nee, aber das muss wohl funktionieren mit 3 Perlen. Nee, brauchen wir dafür Perlen oder Augen? Ja, Augen, ja. Augen, ja. Ja, Augen. Ja, mit 3 Augen muss das wohl irgendwie funktionieren. Wie hat man ein Auge gebaut? Blaze Powder und Enderpearl, glaube ich.